Hallo, herzlich willkommen, schönen guten Tag. Heute ein Thema, das viele Menschen, die in Spanien eine Immobilie erwerben wollen, beschäftigt, nämlich wie strukturiert man den Kauf? Wer soll überhaupt kaufen? Der Ehemann alleine, die Frau dabei, die Kinder, gleich die Kinder? Eine schwierige Frage und darauf gibt es keine allgemeine Antwort. Daher heute ein Modell, das man anwenden kann, aber nicht Allgemeingültigkeit hat. Also bitte nicht denken, dass ich hier die perfekten Lösungen verkaufe oder Ihnen mitteilen möchte. Die gibt es auf dieser Welt sowieso nicht. Das wissen wir ja auch alle. Spanien ist ein Hochsteuerland geworden. Wussten Sie das? Tja, früher war hier alles billiger und die Cognacs wurden höher aufgefüllt als in Deutschland, als immer mit diesem albernen Messbecher. Nein, heute ist Spanien ein Hochsteuerland, die Einkommensteuer ist höher, 49% statt 45%, die Grunderwerbsteuer bis 11%. Wir haben in Spanien die Vermögenssteuer, die in Deutschland mal diskutiert wird, mal mehr, mal weniger, derzeit mehr. Und wir haben natürlich noch das berühmte Modelo 720, das Formular 720, nachdem die Residenten, also auch die Deutschen, die fest hier in Mallorca ansässig sind, ihr vollständiges Auslandsvermögen erklären müssen. Wo gibt es denn sowas? Also bei einer Grunderwerbssteuer bis 11% und einer Gewinnsteuer von 19% kann man darüber nachdenken, wie kann man das vielleicht so strukturieren, dass bei einem späteren Verkauf oder auch Erbfall die Steuerbelastung nicht allzu hoch ist. Eine Alternative ist natürlich, und darüber soll es ja heute gehen, über den lebenslangen Nießbrauch, dass die Eltern die Immobilie direkt an die Kinder übertragen, die also Eigentümer werden, aber die Eltern sich den lebenslangen Nießbrauch vorbehalten. Und das ist, wie gesagt, nicht unbedingt eine perfekte Lösung, aber in manchen Fällen kann sie schon passen. Also, was ist der Usufructo Vitalicio, der lebenslange Nießbrauch? Ist im Gesetz geregelt, muss notariell bestellt werden und wird auch im Grundbuch eingetragen. Es bedeutet, dass der Nießbrauchsberechtigte, der Usufructuario auf Spanisch, diese Immobilie auf Dauer nutzen kann. Der frühere Volleigentümer wird zum Nudo Proprietario, das heißt also, diese Nuda Propiedad ist also das, was übrig ist noch vom Eigentum, während der Nießbrauchberechtigte den lebenslangen Besitz hat. Eins muss klar sein, diese Formel macht nur Sinn in einem familiären Raum und generationsüberschreitend. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn ein älterer Mensch einem Jüngeren einen Nießbrauch einräumt, denn er wird dann wohl kaum erleben, wieder einmal Eigentümer zu werden, und familiärer Raum auch deswegen, weil eigentlich in aller Regel Geld nicht bezahlt wird, obwohl das natürlich möglich ist. Andererseits, für Eltern ist das eine bequeme Lösung in manchen Fällen. Sie können die Immobilie bis an ihr Lebensende nutzen und wenn dann tatsächlich der Erbfall eintritt, wird nicht die Immobilie vererbt, sondern es wird nur der lebenslange Nießbrauch gelöscht. Also die komplizierte Erbschaftsannahme in Spanien, der Aceptación de Herencia, entfällt in diesen Fällen. Der Nießbrauchsberechtigte ist verpflichtet, alle Kosten und Steuern der Immobilie zu bezahlen. Er kann auch vermieten. Andererseits kann auch der Eigentümer verkaufen und belasten. Eine andere Frage ist natürlich, ob er jemanden findet, der ihm da Geld dafür gibt oder eine solche Immobilie kauft, aber das kann er auch natürlich tun. Wie ist nun die steuerliche Berechnung? Da gibt es die 89er-Regel. Nämlich von der Zahl 89 wird das Alter des Nießbrauchsberechtigten abgezogen. Ein Beispielfall, die Eltern sind 70 und dann wird der Wert des Nießbrauchs berechnet, 89 minus 70 ist 19. Das ist also der Prozentsatz bezogen auf den Gesamtwert der Immobilie, wie der Nießbrauch bei einer Übertragung, Bestellung oder Löschung besteuert wird. Der Steuersatz beträgt im Übrigen 8%. Es gibt Maximal- und Minimalwerte. Er ist mindestens 10%, maximal 70%. Es gilt auch umgekehrt, das heißt, wenn auch mit einem Nießbrauch belastetes Haus verkauft wird, wird also nur das Haus verkauft wird, aber nicht der Nießbrauch, wird entsprechend der Residualwert des Hauses in der gleichen Art und Weise berechnet. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.